Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Let's Play Until Dawn. Letzte Folge hier stehen geblieben, Leute. Ja, und wir machen direkt weiter. Was ist das? Wir müssen mal schauen, was das ist, was in der letzten Folge reingeflogen kam. Ist das nicht das Handy von Jess? Dein Telefon! Was? Wieso denn mein Telefon? Keine Ahnung, erst kam halt das Fenster. Oh, verfluchte Scheiße! Verdammt, Mann! Was? Diese verdammten Arschlöcher sind uns bestimmt gefolgt, um uns zu erschrecken, wenn wir gerade zur Sache kommen wollten. Oh. Was war das? Oh mein Gott! Glaubst du wirklich, die Mädels haben mit uns kommuniziert? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob ich mir das überhaupt wünsche oder nicht. Wir sollten es rausfinden. Oh mein Gott, was zum Teufel nochmal war das? Ey. Josh sah wirklich erschrocken aus bei der Seance. Ja, ich meine, er sah aus, als hätte er sich im Griff, aber... Hätten wir lieber nicht über seine Schwestern reden sollen? Ich meine, deshalb sind wir doch hier. Ja, aber nicht so. Nicht wegen einer Seance. Vielleicht war das echt zu viel. Verdammt. Oh, what the fuck? Oh mein Gott. Alles okay? Ich glaube schon. Was? Da war etwas hinter den Büchern. Was ist das? Ist das ein Knopf? Wozu sollte da ein Knopf sein? Sehr gute Frage. Soll ich draufdrücken? Dazu sind Knöpfe da, schätze ich. Wow, Wand geht auf. Kopf explodiert. Sind wir hier in einem Film oder sowas? Falls ja, hoffe ich auf eine Komödie. Typisch für die Washington, sogar mit Geheimgängen im Haus. Vielleicht wussten sie nichts davon. Das Haus ist super alt. Und sollen wir reingehen? Ja, geh vor. Nee. Du gehst. Vielen Dank. lol. Wow. Was? Wow, was ist das? Was? Ich werde sie holen und wie Schweine ausbluten lassen und ihnen die weiche weiße Haut abziehen. 16 beschissene Jahre. 16 Jahre habe ich auf die beiden süßen Nena und Beth gewartet. Heilige Scheiße. Wir sind ehrlich. Hey Ash, ich will nicht, dass du durchdrehst, aber... Sieh mal hier! Was? Chris, was ist das? Ich glaube, der Beweis, den uns das Hexenbrett zeigen wollte. Der Hinweis? Ja, es ist ein Brief. Lass mich sehen. Es ist eine Drohung. Chris, das ist kein Spaß. Wir müssen zu Josh. Jetzt gleich. Alter, was für ein Psycho ist das? Du... Mich auch, Alter. Genau, Junge, eine Tür, die aufgeht. Was war das? Ach komm, leck mir.
Glaubst du, es war wirklich jemand hinter Hannah und Beth her? Wenn ja, dann wäre das wirklich beschissen. Also, ich habe über was nachgedacht, was Sam und ich gesehen haben. Was? Da war so ein Steckbrief, wie in den alten Westernfilmen, weißt du? Und? Und Sam war überzeugt, dass hier irgendjemand gefolgt ist. Also, willst du sagen, hier ist ein Verbrecher auf dem Berg bei uns? Da war eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter und sie war von diesem Sergeant. Und er sagte, so ein Kerl wäre aus dem Gefängnis gekommen. Und er könne nichts machen. Was meinst du? Es hat geklungen wie eine Warnung. Na, da war der Kerl, von dem ich erzählt habe. Warte. Welcher Kerl? Der die Washingtons bedroht hat. Er hat gesagt, er will Rache üben, indem er das ganze Haus abfackelt. Und da war der irre Psychobrief. Chris, wenn das deine Art ist, mich aufzumuntern, bist du gefeuert. Hörst du das? Es war Josh! Das kam aus der Küche. Josh! Josh! Willkommen! Ashley! Ashley, was ist los? Lass mich rein! Ashley! Was geht ab? Ich werde... Ash? Ash! Digga, was ist das für einer Psychopath? Oh mein Gott, was macht der da? Was? Ich zeige dir jetzt ein paar Bilder von Menschen, die du ganz gut kennst und magst. Oh nee. Warum? Aber möglicherweise magst du sie nicht so gern, wie du vorgibst. Was? So, das ist eine Übung in Ehrlichkeit. Sag mir, welche Person du jeweils am meisten magst. Lass dir Zeit. Die Antworten sind von Bedeutung. Ja, da würde ich jetzt schon auf Sam. Da sicher mit Emery nicht. Das, nee, ganz ehrlich. Ist schwer. Ich sag, Ashley kann aufregen ab und zu, aber... Ja, ich... Ich geh's auf Mike. Der macht mir schon Angst, wenn der mich so anstarrt, ganz ehrlich. Ich sag, Josh haben jetzt wirklich fast noch nichts gehabt. Und den haben wir nie gespielt, darum Emery. No, Jessica. Jetzt sag mir, bei diesem Spiel, das du so beflissen verfolgst, wen kannst du da am wenigsten leiden? Ah, warum? Ich mag beide. Aber ich gehe jetzt auf Josh, weil wir von dem noch nichts richtig haben.
Ah, voller Überraschungen. Ich glaube, ich kann dich jetzt langsam viel besser verstehen. Ah, ich fürchte, unsere Zeit ist wieder um. Sei nicht zu streng mit Joshua. Er hat viel, sehr viel durchgemacht. Aber das weißt du ja schon, oder?